Wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Demonstration kommen, jetzt ist ja für Ja. den 29.08. die nächste Demonstration in Berlin geplant. Die Veranstalter haben 3 Millionen Menschen angemeldet. Was würden Sie denn den Demonstranten mit auf den Weg geben? Wie soll man sich verhalten, wenn man in Berlin vor Ort ist? Was sollte man tun? Ja, was sowieso klar ist, ist jeder Form von Gewalt auszuweichen. Ja, also Gewalt überhaupt nicht zuzulassen. In keiner Form. Und das bezieht sich auch auf verbale Darstellungen. Also ich würde es streng unterlassen, Repräsentanten der Polizei, der Exekutive oder der Politik auf Tafeln, auf Transparenten oder auch in Chören in irgendeiner Form anzugreifen. Ja? Das haben wir als aufgewachte Menschen nicht nötig und das untergräbt in Wirklichkeit auch unsere Glaubwürdigkeit. Ja, wenn wir also wirklich für eine neue, ja, geschwisterliche Gesellschaft einstehen, dann müssen wir das im ersten Schritt auch vorleben. Und solche Veranstaltungen sind eigentlich sind ein sehr schöner Anlass dafür, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass man auch mit der Exekutive anders umgeht, dass man vielleicht sogar einige, und das wäre vielleicht eine nette Idee, einige Repräsentanten der Exekutive, zum Beispiel irgendwelche Polizeidirektoren oder so, persönlich anschreibt und einlädt, auf der Bühne gemeinsam mit ein paar anderen über anstehende Probleme freundlich zu diskutieren, sodass alle gemeinsam davon lernen können. Und zwar sowohl die Polizisten als auch die Demonstranten. Nicht eine kleine Agenda. Was sind die größten Probleme bei solchen Veranstaltungen? Nicht? Wie sehen die gesetzlichen Regeln aus? Kann man die vielleicht auch verändern? Wie ist der Ermessensspielraum der Interpretation? Ja, was weiß die Polizei dazu? Da kann man auch zwei, drei Rechtsanwälte an den Tisch setzen. Das würde sehr viel Sinn machen, dass man sie einfach einlädt und sagt, wir leben doch alle im selben Raum, in derselben Zeit. Wir haben doch hier ein gemeinsames Umfeld. Und das wollen wir doch ganz offensichtlich gemeinsam so schön wie möglich für uns alle gestalten. Ja. Und da bringt es ja nicht viel, wenn sich jeder in seiner Informationsblase versteckt und nach außen gegenüber den Menschen, die in einer anderen Blase stecken, sozusagen nur die Stacheln und die Schilde raussteckt. So wie die Schildkröten bei den alten Römern, nicht? Wo sie sich alle mit ihrem Schild zugedeckt haben und dann nur gegeneinander gearbeitet haben, sondern wir benötigen jetzt offene Kommunikationsschnittstellen, ja, wo wir ganz neutral und freundlich miteinander umgehen können. Und wenn so, auf einer ist natürlich schön, wenn jetzt die alternativen Wissenschaftler mit dem Mikro auf einer Bühne stehen und sagen, das haben wir überprüft und das ist eigentlich anders und wir fordern auf und wir vielleicht eine neue Partei und so weiter. Aber ich denke, das trägt zum Dialog und zur Versöhnung herzlich wenig bei. Ja. Ich würde mir eher wünschen, dass man hier einen großen runden Tisch aufbaut, dass man die Repräsentanten der Politik und der Exekutive und vielleicht auch der Schulmedizin, ja, einlädt, gemeinsam mit ein paar aufgewachten Medizinern, Anwälten und Vertretern der Bürgerrechtsbewegungen und sie einfach auf freundliche Art und Weise an einen großen Tisch setzt, um dann offen miteinander zu sprechen. Ich habe mir jetzt vor einiger Zeit ein Video angesehen. Das ist jetzt auch schon wieder, das muss noch in den 60er Jahren gewesen sein. Und da ging es um eine politische Diskussion. Ein Anführer der Studentenbewegungen, ein Deutscher damals, der dann ermordet wurde, der ist da eingeladen worden zu einer politischen Diskussion mit Repräsentanten des alten politischen Systems. Und die haben sich offen widersprochen, ja. Und gesagt, ich kann also ihrer Meinung nicht folgen. Aber die haben sich dann auch Komplimente gemacht und gesagt, toll, wie sie das formulieren und so, ja. Und das Publikum hat getobt, die haben applaudiert, mal da, mal dort. Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Es wird aber einen weltweiten Prozess der Emanzipation in einem langen Sinne geben. Völker kämpfen schon. Ja, ich habe mich etwas gewundert, dass Herr Dutschke so großen Wert darauf legt, dass er als subversives Element
verleumdet wird. Ich hatte gehofft, er empfindet sich als ein subversives Element. Ich will damit nicht sagen, dass wir uns alle als solche empfinden sollten. Vielleicht sollten wir das, aber die Revolution ist doch eine Sache, die im Äußersten, ein äußerstes Mittel aus einer, man darf sagen, aus einer äußersten Not heraus und eine Spielerei, wie sie im Moment öfter erscheint, kann sie natürlich nicht sein. Wenn es Revolutionäre gibt ohne eine Situation, in der sie gemacht werden kann, dann werden die leicht zu komischen Figuren. Meine eigene These ist, dass wir zwar einige Revolutionäre unter uns haben und ich bin froh darüber, aber eine revolutionäre Situation beschreibt die gegenwärtige Lage der Bundesrepublik nicht. Das heißt also, ich würde Herrn Dutschkes Frage, wo sind die Bedingungen der Reform, gleich konkret beantworten wollen, damit, dass ich sage, es gibt Bedingungen für mögliche Reformen heute. Um eines allerdings muss ich für die Zwecke der Diskussion Herrn Dutschke bitten. Wenn Sie sagen, es ist ein langer, langer Weg, und wenn Sie hinweisen auf die Jahrzehnte, die das dauern kann, dann machen Sie Ihre Auffassung unangreifbar. Was soll jemand dazu noch sagen? Das ist also schlicht eine Theorie, die man in die Welt setzen kann, aber die man nicht mehr diskutieren kann. Das heißt also, wenn Sie einfach... Es kann keine Studentenrevolution geben. Ein das, was Revolution heißen könnte, könnte nur heißen, eine Mehrheit dieser bestehenden Bevölkerung ist bewusst geworden in einem langen Prozess von Aufklärung und Aktion und akzeptiert die bestehenden Institutionen nicht mehr. Erst dann ist Revolution möglich. Wir haben begonnen, stehen vielleicht am Ende der vorrevolutionären Phase, haben aber absolut noch keine Möglichkeit, als Studenten Revolution zu machen. Das wäre nichts anderes als eine Reproduktion der Elite-Theorie, dass wir als Studenten das dem Volk sagen könnten, was los ist. Ich fühle mich nicht als Elite. Ich bin einer von denen, die die Chance haben, zu studieren, einiges zu erkennen und habe die Aufgabe und Pflicht, und das ist der Wissenschaftsbegriff, der dahinter steht, über den muss noch geredet werden, Wissenschaft als Moment der Selbstbefreiung des Menschen von unbegriffenen Mächten, das heißt Aufklärung aus dem wissenschaftlichen Studium heraus. Und als Wissenschaftler haben wir die Aufgabe, diesen Prozess der Selbstbefreiung des Menschen von den unbegriffenen Mächten zu forcieren und uns nicht zu Objekten anderer Mächte der Gesellschaft zu machen. Dies hier sind eschatologische Vorstellungen. Man will eine neue Gesellschaft schaffen, nur durch den revolutionären Willen von meinetwegen noch so beachtlichen Einzelnen. Und Herr Dutschke ist ein beachtlicher Einzelner. Aber diese neue Gesellschaft zu schaffen, den neuen Menschen zu schaffen, für die Versöhnung von Mensch und Natur tätig zu werden, darunter können wir uns nichts vorstellen. Und damit dürfen Sie uns auch nicht traktieren. Es gilt erstmal, ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Jetzt nicht gleich zu fragen, gib doch die Antwort. Ein Dutschke will keine Antwort geben. Das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als Einzelner Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Die muss durchbrochen werden. Dann können Antworten gegeben werden. Und das Schöne war, dass man erkennen konnte, da sind so ganz unterschiedliche Sichtweisen, die so überhaupt nicht kompatibel sind, aber man respektiert sich, ja, man kommuniziert auf Augenhöhe und man lässt dem anderen seine Meinung. Und ich glaube, das ist überhaupt die einzige Legitimation, die Demokratie heute hat, dass man auf die Art und Weise offen diskutiert, ne? Und Selbstdarstellungen im Sinne von, ich bin jetzt der Anführer einer neuen Bewegung, oder, und ich gründe eine Partei, so anerkennenswert und mühsam das für diese Leute ist, und ich ziehe den Hut vor allen, ja, die diesen Weg gehen. Ich habe es eine Zeit lang auch probiert und bin dann aus verschiedenen Gründen eines Besseren belehrt worden, wie gesagt, dass das vielleicht doch nicht so schlau ist, das zu tun. Aber ein Gespräch an einem runden Tisch, das wäre einfach unschlagbar schön. Das würde mich noch mehr zu Tränen rühren, ja, als diese kurze Szene, wo man versucht hat, ins Herz dieses Polizisten vorzudringen, ja, und ihm ein bisschen einen Stoß zu geben, menschlich zu sein.
Das erfolgt eine Durchsage der Polizei. Geht doch mal in euer Herz, Mann. Ja. Wir sind doch für euch auch da. Ja, bitte, bitte, macht das Richtige. Hey, wir sind hier für euch und ihr für uns. Lasst uns zusammen machen. Sagen Sie was zur Versöhnung. Was Liebevolles, was Herzliches. Nicht zur Gewalt. Danke. Auch wenn wir unsere Sprache jetzt ein bisschen hinterfragen, vielleicht aufhören, von den Schlafschafen zu reden. Nicht? Dass also bestimmte Teile der Politik Menschen, die die Legende der Coronaviren hinterfragen, als Covidioten bezeichnen, dass diese Freiheit nehmen sie sich, ja, und das müssen wir einfach akzeptieren, ist halt so. Ich ordne das in den Bereich der Propaganda ein. Dort gehört es auch fachlich korrekt hin. Ja. Aber wir, die wir schon in unserem Bewusstwerdungsprozess ein bisschen weiter sind, wir sollten über unsere Brüder und Schwestern, die noch im Zustand der Angst verfangen sind, uns nicht leichtfertig über sie erheben mit so einem Begriff wie Schlafschafe. Nicht? Auch dieser Titel von Professor Mausfeld, Warum schweigen die Lämmer? Das ist kein schönes Bild. Ja, das ist kein schönes Bild, denn von Menschen, von denen ich mir eigentlich eine Selbstverantwortung und eigene Entscheidungsfähigkeit wünsche, werde ich nicht auf diese abfällige Art und Weise reden. Denn damit projiziere ich ja die Unfähigkeit zu dieser Entwicklung immer wieder auf sie drauf. Ja. Also das sollten wir uns abgewöhnen. Wir sollten sagen, gut, das sind Menschen mit einem noch nicht voll erwachten Informationsbedürfnis. Ja. Oder das sind noch angstgesteuerte Menschen. Und beides ist eigentlich keine Beleidigung und keine Abwertung. Denn in unserer eigenen Biografie wissen wir ganz genau, vor vielen Jahren hatten wir selber noch in bestimmten Situationen Angst. Ja. Da konnte man uns mit Angst noch ganz schön steuern. Und in manchen Dingen sind wir vielleicht auch heute noch nicht wirklich interessiert an tiefergehender Information, weil wir es nicht für notwendig oder interessant genug erachten. Und daher Menschen mit einem reduzierten Informationsbedürfnis und Angstgesteuerte, das halte ich für wesentlich sinnvoller als Schlafschafe oder die schweigenden Lämmer. Das gefällt mir nicht an der Art und Weise, wie die erwachten Menschen über ihre Brüder und Schwestern, die noch nicht ganz so weit sind in der Entwicklung, reden.